Hallo zusammen, ihr habt vielleicht festgestellt, dass ich nicht mehr jeden Tag ein Video bringe. Das hat bestimmte Gründe und die schauen wir uns jetzt in der Firma an. Hier ist unsere Werkstatt, wir haben ein absolutes Chaos. Wir hatten keinen Frühling, das heißt es war immer kalt, nass bis Anfang Monat. Und jetzt werden wir absolut überrannt. Wir schauen mal, was hier wirklich, wir schauen jetzt einfach das Chaos an, was hier herrscht. Es ist morgens um 6. Ich bin schon über eine Stunde hier. Gestern war es 8, als ich nach Hause ging. Hier steht ein altes Kühlaggregat. Haben wir ausgebaut, gab ein neues, haben wieder eingebaut, läuft, funktioniert. Hier ist ein Tiefkühlschrank, ein GS50. Der hat jetzt noch zusätzlich einen Digitalthermostaten bekommen, extern und einen 230 Volt Anschluss. Daneben steht ein Dometic-Kühlschrank aus einem VW-Bus, der hat einen neuen Kompressor bekommen, weil diese Schränke könnt ihr kaum kaufen, da hat einer einen Kühlschrank hierher geschickt. Hier auf dem zweiten Tisch, da steht ein 66er, da wurde der Verdampfer eingestochen. Also das heißt, hier habe ich die Verdampferplatte und wenn wir hier genau schauen, da hat einer mit dem Messer reingestochen, weil er diese Verdampferplatte abtauen wollte. Hat sich Eis gebildet, zu kalt eingestellt. Ja, Verdampferplatte ersetzt. Wir tauen jetzt hier mit dem Ventilator ab. Die Verdampferplatte ist drin und dann geht er zurück zum Kunden. Weiter habe ich hier einen Solarkühlschrank, auch mit einem digitalen Thermostaten hier oben. Hier das Kontrollthermometer vom Kunden, hat eine kleine Abweichung, der eine misst hinten, der andere misst vorne an der Tür. Und hier war, keine Ahnung, wahrscheinlich auch das Kältemittel kaputt oder irgendwas ersetzt, weil hier hängt noch der Füllstand vom Kühlschrank. Weiter stehen auch hier zwei Kühlaggregate. Eines ist aus einer Box und das andere ist auch aus einer Box. Hier ist der kleine. Das hier ist ein Reisebus. Oder wenigstens ein Bestandteil davon. Von Volvo Omnibus. Und da hat es kein Kältemittel. Da ist das Kältemittel draußen. Hier liegt auch Lecksuchgerät und Chaos komplett. Gestern war hier der Horror los. Und hier habe ich eine alte Kühlbox von Wemo, die läuft auch wieder. Die hat den Wackelkontakt. Das sind noch Boxen, die wir hier selber hergestellt haben. Gibt es nicht mehr. Seitdem verkaufen wir Chinesen, aber das ist auch. Hier ist eine Truhe. Die hat momentan den stärksten Kompressor verbaut. Das ist ein BD180, also Standard reden wir vom BD35 bei Kühltruhen, aber diese Truhe donnert runter auf minus 40 Grad mit 12 Volt, also ist eine ganz normale 220 Liter Tiefkühltruhe, aber einfach sehr kalt für den Medizinalzweck. Medizinalzweck, hier draußen steht ein Auto, da haben sie ins Gehäuse reingebohrt, so wie es aussieht, das ist ein niegelnagelneues Auto für Ärzte im Einsatz, kommen wir dazu. Ja, wir sind hier draußen, gestern war ich noch auf dem Boot, das ist nicht mein Boot, das Boot hat einen Kühlschrank. Eine Solaranlage hat ein Händler irgendwie installiert, 4 Solarpanel, 70 Watt, nur die waren nicht angeschlossen, aus diesem Grund war die Batterie immer leer. Hier stehen neu aus der Produktion Solarkühlschränke. Ja, und hier hinten ist eine Reihe Kühlschränke, die wir jetzt umgebaut haben, auf N oder fertig gebaut haben.
Das sind alles Kühlschränke, die kein Eisfach haben. Wir fertigen zwar im Winter, aber nur geringe Mengen. Also den Kühlschrank so, ohne Tiefkühlfach, ohne Eisfach, kriegt ihr eigentlich nur bei Wemo. Sonst weiß ich keinen, der sowas noch baut. Wir sind hier rum, wir könnten noch weitergehen, wir könnten noch ins Lager gehen. Aber bei uns ist wirklich in der Fordenwerkstatt das Chaos ausgebrochen. Draußen stehen noch zwei Wohnmobile, die haben einen neuen Kühlschrank bekommen. Ja. Und somit bringe ich vielleicht jetzt noch einmal in der Woche ein Video. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.